Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Darmkrebs oder medizinisch das kolorektale Karzinom. Als Gast und Experten haben wir Herrn Professor Schneider von der Universitätsklinik in Heidelberg, Abteilung Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und Transplantationschirurgie gewonnen. Herr Professor Schneider, was ist Darmkrebs und wie entwickelt er sich? Darmkrebs ist eine aus häufig zunächst gutartigen Polypen, also Schleimhautwucherungen, entstehende, dann bösartig werdende, krebsartige Gewebevermehrung. Gibt es gewisse Risikofaktoren? Sie haben ja gerade gesagt, das sind harmlose Schleimhautveränderungen, die sich ja langfristig entwickeln. Krebserkrankungen wie der Darmkrebs sind Erkrankungen des Alters. Das kann man sich beim Darmkrebs sehr gut vorstellen, indem man sich vergegenwärtigt, dass die Darmschleimhaut sich alle paar Tage regeneriert. Das heißt, die Zellen der Darmschleimhaut müssen sich ständig teilen, ein Leben lang. Und wenn man dann noch versteht, dass sich bei jeder Zellteilung das Erbmaterial verdoppeln muss, also abgeschrieben werden muss von jeder Zelle, dann kann man verstehen, dass es bei diesen Abschriften zu Fehlern, sogenannten Mutationen, kommen kann. Natürlich gibt es auch andere Risikofaktoren. Die sind zum Beispiel die Lebensgewohnheiten betreffend, die Ernährung. Generell gut ist eine ballaststoffreiche Ernährung, weil sie die Darmtätigkeit anregt, die Darmpassagezeit verringert. Schlecht ist, da gibt es ganz gute Erkenntnisse dazu, übermäßiger Konsum von rotem Fleisch. Schlecht ist Rauchen, übermäßiger Alkoholgenuss. Was muss man denn jetzt tun, um eine Entwicklung Richtung Darmkrebs frühzeitig zu erkennen oder auszuschließen? Die frühzeitige Erkennung und Therapie ist für die Heilungschancen ganz wichtig. Was macht man also? Die gängige Richtlinie hier in Deutschland ist, dass man ab dem 50. Lebensjahr eine sogenannte Darmspiegelung machen sollte. Bei Männern 50 ist, bei den Frauen das 55. Lebensjahr. Ab da bezahlt die Krankenkasse in Deutschland auch die Darmspiegelung einmalig, sofern sie unauffällig ist. Die sogenannte Koloskopie, das ist ein ganz wichtiges Instrument zur frühen Erkennung von Darmkrebs. Herr Professor Schneider, welche anderen Teste gibt es noch außerhalb der Koloskopie, herauszubekommen, ob jemand gefährdet ist oder ob schon etwas wächst? Ein anderer sehr wichtiger Test, der auch von den Krankenkassen bezahlt wird und in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden sollte, ist die Untersuchung des Stuhlgangs auf Blut. Dazu muss man wissen, dass die Blutauflagerungen im Stuhl. Gibt es sonst noch spezielle Labor- oder Blutwerte, die man nehmen könnte? Da gibt es ja auch dieses CEA. Soll man das bestimmen? Hat das einen Wert? Ja, die gerade genannten Untersuchungen, die Koloskopie und der Stuhltest auf Blut, der sogenannte Hämokulk-Test, das sind die Testverfahren, für die es Evidenz gibt, dass sie zur Früherkennung sinnvoll beitragen. Für andere einzelne Tests gibt es für die Erkennung vom Darmkrebs, also zu unterscheiden, hat man Darmkrebs oder nicht, keine Evidenz, dass die wirklich dafür herangezogen werden können. Aber natürlich, es gibt auch Alarmsymptome, die wir besprechen sollten in diesem Zusammenhang, weil diese Alarmsymptome eine Darmkrebserkrankung wahrscheinlicher machen, wenn man als Patient diese bemerkt. Und wenn man die ganz kurz skizzieren, also so in ganz kurzen Worten. Sehr gerne. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Zum einen, wir hatten es schon gesagt, Blut im Stuhl. Der Stuhltest, von dem wir gerade gesprochen haben, der erkennt Blut, auch wenn man es mit dem Auge nicht sehen kann. Aber wenn man mit dem bloßen Auge Blutauflagen auf dem Stuhlgang sieht, das ist ein Symptom. Ein anderes Symptom wäre, wenn man sehr schleimige Durchfälle hat. Das hat damit zu tun, dass einige Dickdarmkrebse die Eigenheit haben, dass sie sehr viel Schleim produzieren.
Ja, und dann Stuhlauffälligkeiten im Sinne von anderen Stuhlgewohnheiten, Verstopfung oder Diarrhoe oder beides im Wechsel, das kann ein Symptom sein. Oder aber, wenn ein Tumor so groß ist, dass er den Darm schon ein wenig verschlossen hat, dann kommt das zu kolikartigen, krampfartigen Bauchschmerzen. Ja, vielen Dank, Professor Schneider. Vielen Dank für diese Hinweise, die wir uns alle zu Herzen nehmen. Wir müssen dann alle zur Endoskopie gehen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir kommen zum Ende. Das war hochinteressant und wichtig, die Vorsorge. Vielen Dank, bleiben Sie gesund.